Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 409. Video, Teil 5, Ovid's Tristan. Ich mache sofort weiter. Zuerst eine eingeschränkte kolometrische Schreibweise, das heißt, wir suchen uns die Sätze und wenn innerhalb der Zeilen ein Semikolon oder ein Doppelpunkt oder was weiß ich steht, dann machen wir da keinen Zeilenumbruch, weil wir sonst die Rhythmik des Verses zerstören würden und das geht natürlich nicht. Ja, als nächstes geht man Zeile für Zeile durch und achtet auf die Verbformen. Das ist hier ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen schwieriger. Manchmal ist es ja einfach, hier ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Wir gehen einmal durch. Also das ausschließende Verfahren, ich frage mich bei jedem Wort, ist das ein Verb, kenne ich das? Im Zweifelsfalle sage ich einfach mal nein, denn wenn man dann die übrig gebliebenen Wörter, die man nicht kennt, im Lexikon nachschlägt, dann kommt man ja sowieso drauf, ob es nun ein Verb ist oder nicht. Außerdem, normalerweise werden ja immer viele Hilfen angegeben, wenn man im schulischen Bereich oder auch wenn man Latinum nachmacht, im universitären Bereich, wenn man Ovid übersetzt. Also auf geht's. Uxor natürlich nicht, Amans. Amans kennen wir. Endlich mal wieder ein Partizip. Da freuen wir uns drüber. Amans Amantis, und zwar ist das ein Nominativ. Da komme ich gleich nochmal drauf. Oder wir können natürlich auch sofort, wenn es ein Nominativ ist, bezieht es sich auf das Subjekt und wir haben hier sofort Uxor Amans. Dann haben wir als nächstes Flentem von Flens Flent von Flere, Weinen. Ein Akkusativ. Und dann haben wir hinten nochmal Flens, nochmal ein Partizip im Nominativ. Aha, wir haben also hier ein zweites Partizip im Nominativ, das sich ebenfalls dann wieder auf das Subjekt bezieht. Und ihr seht, ich mache jetzt schon ein bisschen Grammatik dazu. Wenn man einmal an der Stelle ist und man hat das sofort durchschaut, dann kann man das natürlich sofort bemerken, anstatt ganz schematisch dann immer im nächsten Durchgang nur die Grammatik zu machen. Das geht natürlich auch. Acrius. Ja, Acrius ist ein Ius, das ist ein Komparativ. Ipse, Ipsa. Ipsa und dann Tenebat. Tenebat. So. Ich wollte jetzt eigentlich mal Tenebat. Dann haben wir Imbre per indignas usque cadente. Cadens, cadentis. So. Dann haben wir, ich mache gleich die nächsten, Nata, Procul, Libykis abirrat. Hey. Was war das denn jetzt? Abirrat? Ach, das geht nicht. Also, abirrat. Diversa bin ich mir nicht klar. Suboris und nec. Poterat. Fati. Fati, Kertior, esse, esse, bei esse gucke ich immer so ein bisschen nach links oder rechts, ob da Kertiorem, also Kertior, esse nehmen wir da mit. So, dann haben wir schon mal die Verben und ihr seht, wir haben jetzt schon mal so, ich sag mal so Ankerpunkte, wenn man übersetzt, natürlich Zeile für Zeile und von den Ankerpunkten ausgehend, natürlich nicht von den Partizipien ausgehend, sondern dann geht man hier natürlich von dem Tenebat aus und hält dann eben die Partizipien ja als Attribut zu dem Bezugswort, das man gefunden hat. Also hier geht man von Tenebat aus. Bei Cadente müssen wir gleich mal gucken. Dann in der dritten Zeile haben wir das Aberrat. Das sieht ganz gut aus. Und dann Poterrat mit dem Kertior esse. Also zwei Verben. Dann gucken wir mal auf die KNG-Kongruenzen. Die haben wir ja hier oben schon gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass das Flentem offenbar da erstmal so alleine steht. So, ich muss das irgendwie mal, kann ich das irgendwie so,
Ja, dann kann ich das nämlich noch so ein bisschen so. Acrius haben wir, dann steht hier Ipsa. Ipsa steht relativ alleine da. Ipse, Ipsa, Ipsut, das ist Nominativ Femininum. Also haben wir nochmal ein Bezugswort für das Subjekt, also Uxor, nochmal. Also das ist die Uxor, die Ehefrau hat offenbar ganz viele Bezugswörter hier. Dann haben wir hier unten, da schauen wir mal. Wir gucken uns mal die einfachsten Sachen an. Wir haben hier Imbre, das lassen wir erstmal so stehen, und dann eine Präposition per indignas, und wenn wir weiterlesen, genas. Also dieses per indignas genas, das sind wohl die. So. Und dann haben wir usque, ja, usquat bis hinzu, und dann haben wir cadente ein. Da halten wir mal von cadere ein Ablativ, ein Partizip Präsens aktiv im Ablativ. Da schrillen natürlich alle Alarmglocken, wenn wir ein Partizip im Ablativ finden. Wir vermuten da ein Ablativus Absolutus. Das kommt jetzt natürlich nicht so häufig vor wie bei Cäsar. Und wir brauchen ein Bezugswort. Und das Bezugswort muss natürlich ebenfalls im Ablativ stehen und im Singular. Per indignas genas kann es nicht sein, usque auch nicht. Es ist natürlich das imbre. Also haben wir hier tatsächlich einen, wir haben einen schönen Ablativus Absolutus. Da freuen wir uns riesig drüber. Dann haben wir in der dritten Zeile nata, procul. Procul heißt ja weit entfernt. Aberrat, diversa. Diversa kann sich, wenn wir von der Endung her, hier haben wir suporis. Suporis, das Nata kann sich nur auf das Diversa beziehen. Da gibt es jetzt überhaupt kein Vertun. Und dann haben wir Libykis, ein Genitiv-Attribut. Da müssen wir gleich mal gucken, wohin das gehören könnte, wenn man sich das anguckt. Zu Libykis kann es natürlich nicht gehören, also Prokul weit entfernt. Ja, weit entfernt des Libyens irgendwie oder so. Weit entfernt des Libyens und des Libyens. Das Genitivattribut kann sich auch vom Sinn her nur hier auf dieses Suporis, Ora das Meer oder das Gestade. Also haben wir hier so ein Genitivattribut. Ihr seht, warum das so wichtig ist, diese Keingekongruenzen. Das Genitivattribut steht meilenweit von dem Bezugswort entfernt. Es gehört eigentlich hier so hinter. Aber es passt dann natürlich nicht, wenn man es umstellen würde. Also nata, procul, aperat, diversa, suporis, libykis. Das würde dann von der Rhythmik her nicht passen. Gut, dann haben wir in der letzten Zeile poterat. Fati, Kertio esse. Ja, das ist auch einfach Fati und Mei. So, das war's eigentlich schon. Jetzt kann man nichts mehr falsch machen. Wenn man das nicht gemacht hat, macht man alles falsch. Dann kriegt man, glaube ich, ich sage das jetzt mal, dann kriegt man sowas nicht raus. Das wäre dann also Zufall, wenn man dann etwas hinschreiben würde, was richtig wäre, aber normalerweise geht das nur, indem man vorher so eine Analyse macht. Okay, also das ist natürlich schon 37 Millionen Mal übersetzt worden. Ich gucke also mal eben, ich mache das einmal wörtlich, so eine wörtliche Übersetzung. Also, er sie es hielt, und zwar wer hielt die Gattin, die liebende Gattin, hielt fest, also sie hielt den Flentem, den Weinenden fest. Wobei sie selbst weinte. Selbst hielt sie ihn fest, und zwar umso heftiger. Also die liebevolle Ehefrau hielt weinend den Weinenden umso heftiger fest. Komma. Und jetzt kommt ein Ablativus Absolutus, ob man das jetzt mit und anschließt oder ob man das temporal macht oder kausal, pardon, oder konzessiv. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich mache das mal mit und einem Hauptsatz. Also ich mache so eine Beiordnung.
Der Regen floss, also imbre cadente, der Regen floss per über die indignas genas, über die unwürdigen Wangen, nee, über die erbarmungswürdigen Wangen und usque immer weiter. Und der Regen floss weiter. Jetzt könnt ihr, Komma, also die Gattin hielt selbst weinend, liebend den Weinenden fest, während der Regen, hört sich vielleicht am besten an, temporal, weil der Regen, ist völlig Quatsch, obwohl der Regen, ist völliger Blödsinn. Also wir machen eine, wer möchte. Und dabei, ich bin immer so ein Beiordnungsfan, und dabei fiel also rannte, rannte der Regen, nee, ronn, von rinnen, ja, ronn, genau, ronn, rinnte, nee, ronn, gut, floss. Nata, dritte Zeile. Nata von Nankiski, die Geborene, die Tochter. Ovid hatte ja eine Tochter. Die Tochter war aberrat, war abwesend, weit entfernt von den Küsten Libyens, Neckpotterat, und konnte nicht, ja, Ketio esse, benachrichtigt werden, und konnte nicht benachrichtigt werden von meinem Schicksal. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, im nächsten Video dann der sechsten und letzten Teil, und jetzt habe ich mich gerade in Ovid eingelesen. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Ovid weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.